So, moin ihr Lieben, ich teste es jetzt einfach mal, auch wenn es ein bisschen scheiße aussieht. Zur Durchsage, Ankündigung Nummer 21. Folgendes Problem. Ihr habt gemerkt, dass ich jetzt längere Zeit keine Videos gemacht habe. Was heißt längere Zeit? Schon ein paar Monate nicht. Liegt einfach daran, da wo ich jetzt sitze, ist früher der PC-Service Esens gewesen. Und den gibt es nicht mehr, auch wenn meine Katze es immer kommentiert. Den gibt es nicht mehr. Und das heißt, wir haben uns jetzt, das Geschäft lohnte sich nicht mehr und ich habe da rein meine Brötchen nicht mehr verdienen dürfen, können, müssen und muss jetzt natürlich sehen, wie geht's weiter. Gut, es geht weiter. Ich bin jetzt hier ein gelber Engel, wie ihr seht. Und dieser gelbe Engel arbeitet im Gartenservice. Genau, wir haben eine neue Firma gemacht. Mein Kollege und ich, das ist der Gartenservice Ben Sersil, findet ihr auf Facebook, wenn ihr das wollt. Einfach eintippen, Gartenservice Bensasil, genau. Und da findet ihr uns. Und den haben wir eröffnet, beziehungsweise der läuft schon im Prinzip seit letztes Jahr März, aber richtig Gas gegeben haben wir jetzt im März. Und da meine Arbeitszeiten jetzt ganz anders sind und ich auch nicht mehr zu Hause bin, sprich, ich fange morgens um, ja, von 8 bis 19 Uhr oder von 8 bis 18 Uhr, je nachdem, bis man dann wieder zu Hause ist und dann ist so die Zeit fürs Aufnehmen nicht. Klar, ihr könnt sagen, Leute, warum nimmst du mich abends auf? Okay, aufnehmen ist nicht das Problem, das Hochladen. Weil ich es nicht einsehe, wenn das Haus hier leer ist über den ganzen Tag, hier meinen Computer anzulassen. Das ist mir auch zu gefährlich. Typisch Feuerwehrmann, ne? Ich weiß. Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt nur noch sporadisch erstmal Videos mache bis zum Herbst. Es werden auf jeden Fall wieder Videos kommen. Nur nicht mehr so wie früher, so täglich, 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 weil da mit YouTube verdiene ich halt kein Geld. Ist so. Müssen wir mit leben. Ja, aber es gibt teilweise neue Programme. Klar, Euro Truck bleibt, Landwirtschaftssimulator bleibt. Und ihr wisst ja, 2000, es kommt ja der 17er jetzt auf den Markt. Den würde ich auch ganz gerne noch dann vorstellen. Das Let's Play mit der kleinen Lilly werde ich jetzt auch erstmal nicht mal weitermachen können, weil mir die Zeit dazu fehlt. So leid es mir tut. Aber die meisten kennen das Spiel eh, weil das ist ja schon etwas älter. Ja, was kommt noch? Was habe ich neu drin im Programm? Ja, stimmt. GTA 5 online oder GTA 5 grundsätzlich. Ja, bin ich am Anfang ein bisschen gescheitert. Jetzt habe ich es ganz gut raus. Und ich bin derjenige, der sich mal ganz gerne mal öfters 5 Sterne einsammelt. Ja, weil ich mich dann immer grundsätzlich mit den mit der Polizei anlege. von Fizz Games das neue Spiel. Was heißt neu? Das ist auch schon jetzt, habe ich im März eigentlich gekriegt, hätte ich Let's Playen sollen, müssen, wollen, ging aber aus beruflichen Gründen nicht. Das wird aber auch noch Let's Played, lieber André. Was kommt noch? Ja, lasst euch einfach überraschen. Wie gesagt, ich versuche immer sporadisch jetzt Videos wieder zu machen. Und ganz, 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 ganz wichtig, ich werde jetzt bald mit ein Partnerprogramm starten, sprich so wie Harald Frenkel das auch manchmal macht. Übrigens, liebe Grüße an Harald, falls du mich hört, siehst. Folgendes, der Peter Junior, mit dem ich auch schon ein paar Let's Plays gemacht habe, der wird auch ein paar Let's Plays machen und das werden wir vermutlich auf meinem Kanal nach oben fahren. Genau. Um halt auch wieder ein bisschen Belebung in den Kanal reinzukriegen und wie ihr mich kennt, ihr wisst ja, ich bin ja alle ein bisschen crazy. Dann sollte das auch wieder ein bisschen lustig sein und auch wieder viel zu lachen geben. Gibt es sonst noch irgendwas Neues? Ja, der Sommer ist beschissen. Leute, tut mir einen Gefallen und dreht das Wasser ab. Ich kann es nicht mehr sehen. Es nervt. Warum bin ich auf dem Sonntag im gelben Arbeitszeug als gelber Engel unterwegs? Ja, weil ich dann am Wochenende auch noch ein wenig Hausmeisterdienst mache. Genau, Hausmeister Krause. Nee, Hausmeister Gio. Ne? Für in Bensasil für über 200 Ferienwohnungen. Ne? Da geht da mal was kaputt, dann hat da mal ja, einer schlecht geschissen oder es wird Klopapier ins Klo gesteckt und abgezogen. Ne? Die Kinder, die können das ganz gut. Ja, und ich mache das dann wieder frei, ne? Wie Röris. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. Ansonsten würde ich sagen, schreibt es mir unter die Kommentare. Und wenn ihr persönliche Fragen, Anregungen habt, denkt bitte dran. Schreibt es unter die Kommentare. Schreibt mir eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse: Geoffrey-Miles@yahoo.de.
Da könnt ihr mich so erreichen und mich anschreiben. Ja, oder bei Facebook unter meinem Namen, ne? Unter Jürgen Müller. Da könnt ihr mich dann finden, ich sens. Und da könnt ihr mich auch schreiben. Ja, noch irgendwas Besonderes? Nö, würde ich nicht sagen. Jetzt läuft gleich um 18 Uhr das Deutschlandspiel. Das möchte ich gerne sehen. Deswegen werde ich mich jetzt hier auch verabscheuen von euch und sehe zu, dass ich unter die Dusche komme. So, und ihr wisst, wie immer, munter bleiben und viel Spaß. Und ich hoffe mal, dass Deutschland weiterkommt. Und ansonsten gibt's Lack, ne Löw? Gut. Wir hören uns. Und wir sagen nochmal, schönes Leben noch, würde Harald wieder sagen.